Und damit begrüße ich euch zum zweiten Teil unseres Halbfinals beim Skispringen-Abo-Tournament. Also, ich habe jetzt das Ganze mal ausgerechnet und ähnlich wie ich es vermutet habe, es ist mega knapp. Also, der einzige Springer, der ein bisschen hinterherhinkt, das ist nicht Matze Hink, der leider sich nicht für das Halbfinale qualifiziert hat, sondern das ist Severin Freitag mit 474,4 Punkten. Aber Matty the Eagle, den wir jetzt hier im Bild haben, ist momentan auf dem zweiten Platz. Allerdings nur mit 0,5 Punkten vor Florian Harrer. Also, die Amis sind hier richtig stark mit dabei. Momentan in Führung David Miller aus Polen mit 481,1 und die Windbedingungen sind wieder sehr, sehr gut. Hier kann man sehr, sehr gut Skispringen. Schanzenrekord ist, denke ich mal, drin, sogar jetzt schon mit dem ersten Sprung. Mal schauen, ob wir die 110 Meter knacken. Oh ja, super. Nee, das wird nix. Das wird definitiv nichts. Dafür sind wir aber auch zu sehr zur Seite weggeflogen beim Start. Ganz, ganz schlechter Sprung. Also Matthias Igel hat seinen schlechten Sprung für Innsbruck jetzt schon gehabt. Wie gesagt, 0,5 Punkte vor Florian Harrer. Severin Freitag fehlen momentan auf den zweiten Platz 5,4 Punkte. Ist auch nicht die Welt. Wie gesagt, alles unglaublich eng zusammen. Die letzte Folge war von der Qualität her sehr, sehr gut. Dafür, dass ich eigentlich jetzt schon komplett durch bin, kann man damit sehr zufrieden sein. Aber Schanzenrekord 110 Meter, dafür ist einfach zu wenig Wind. 106 Meter, die Konkurrenz wird uns hier wahrscheinlich wieder wegspringen. So, Florian Harrer momentan auf dem dritten Platz, aber wie gesagt, fehlen nur 0,5 Punkte auf Matty the Eagle. Da ist noch alles drin. Der Schwächste des Viertelfinals haut aber jetzt hier richtig rein. Jo, das könnte auch der Schanzenrekord gewesen sein. 110,5 Meter, ganz genau. Also neuer Schanzenrekord für Florian Harrer. Den hat er sich dann hiermit jetzt auch gesichert. In Lahti hat er ihn, glaube ich, auch aufgestellt im Achtelfinale. Von daher ist das natürlich auch alles relativ, was da vorher ersprungen wird. So, David Miller auf Platz 2 momentan angeblich in der Gesamtwertung. Aber naja, wie gesagt, da werden ja immer irgendwelche Ergebnisse mitgenommen. Schön ist der Hubschrauber, wie gesagt, der gerade mal durchfliegt. Ich würde gerne mal in das Rotorblatt reinfliegen. Das wäre sicherlich ein Träumchen. So, letzter Quali-Durchgang. Dann haben wir uns an die Schanze ein bisschen gewöhnt. Was mich immer irritiert, ist, dass es hier vorne so schmal wird. So, mal schauen, das sieht eigentlich am besten aus vom Gefühl her. Aber war dann doch einer der kürzeren. Haben wir auch gesehen, wo die blaue Linie dann schon ist. Absolut vollkommen unerreichbar für uns. 131,1 Punkte. So, das bedeutet 13, 14, 17. Nicht unbedingt die besten Ergebnisse. Wir werden relativ früh kommen. So, jetzt schon Position 33. Also 32 Springer kommen noch danach. Nicht Günther Specht, sondern Georg Speth müsste das sein, der hier mit dabei ist. Und dann schauen wir mal. Also Matthias Igel, Matty the Eagle, Platz 2 momentan. Jetzt zählt es. Danach kommt noch Bischofshofen, das werdet ihr alle sicherlich wissen. Da hinten steht auch ein Helikopter, da kann man dann direkt rüberfliegen. So, und jetzt zählt das. Konzentration. Jetzt geht es nämlich schon ums Finale. Der Absprung war super. Die Höhe hat gestimmt und dann hat irgendwie leicht vermasselt im Flug. Balance 95%, trotzdem war der Sprung nicht so gut. Es reicht für die Führung, aber so viele sind jetzt ja noch nicht gesprungen. Da sieht man, dass die jetzt schon rankommen. So, 87,7 Punkte von Hannes Sandefjord sollen wir jetzt schlagen. Ja, mal schauen, was der Sprung von Matty the Eagle im Endeffekt wert war. Severin Freitag, wie gesagt, muss jetzt ein bisschen aufholen. Ich würde sagen, so 105 Punkte sind hier auf jeden Fall drin für unsere Springer, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Bin mal gespannt, wie wir das jetzt dort runterbringen. Und Severin Freitag, wie gesagt, muss jetzt liefern. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das. Die blaue Linie ist natürlich immer unser direkter Konkurrent. 102,8 Punkte. Ein bisschen was gut gemacht, aber nicht wegen der Weite, sondern eher wegen der Haltungsnoten. Balance im Flug war gut. Wie gesagt, der Wind ist kaum spürbar. Von daher kann man hier sehr, sehr gut runterspringen. Und jetzt kommt auch schon David Miller. Also momentan die Doppelführung, aber es kommen noch die Hälfte des ersten Durchgangs.
Alexander Ljutkov ist unser Gegner. 86,6 Punkte, das sollte kein Problem sein. Wie gesagt, die blaue Linie richtet sich immer nach dem Gegner, sagte Tom Bartels. Boah. Das könnte ein bisschen was gekostet haben für David Miller. Ich glaube nicht, dass das 100 Punkte waren. Boah, 100,5. Gerade so, also wirklich noch gerettet den Sprung. Nach dem Absprung nämlich direkt Fehler drin gehabt, aber sofort korrigiert, dann eigentlich sofort in die gute Position gefunden und das gerade noch so ein bisschen runtergerettet. Da sehen wir aber, Lars im Flug war schlechter als bei der Konkurrenz, aber verliert nur 2,3 Punkte. Das ist zwar ziemlich genau der Vorsprung, den er hatte, sogar witzigerweise ist es genau der Vorsprung. Ne, es waren sogar nur 1,3 Punkte. Damit müsste er jetzt sogar zurückgefallen sein. Aber wir schauen gleich mal, wie es weitergeht. So, Florian Harrer kommt ja noch, aber ich denke, dass Matty the Eagle momentan vorbeigegangen ist. Wobei er natürlich nochmal weniger Punkte gut gemacht hat. Also ein super, mega enges Höschen momentan. Der Einzige, der wie gesagt ein bisschen hinten dran ist, ist Severin Freitag. Aber selbst der hat jetzt ein bisschen aufgeholt. So, Florian Harrer wieder gegen Igor Kowski. Ich weiß nicht, welcher unserer Springer vorher schon gegen Kowski einfach angetreten ist. Finde ich auch schön. Einfach nur Kowski, für mehr hat es nicht gereicht. So, Florian Harrer. 7 Jahre in Tibet verbracht und trotzdem jetzt hier am Start. Das war der beste unserer Sprünge. Das müsste eigentlich... Uiuiui, aber deutlich. 109,5 Punkte. Das ist die Führung für Florian Harrer in der Gesamtwertung. So, ist ein bisschen blöd, dass wir nicht immer alle in den ersten mit dabei haben. Also, Severin Freitag macht ein bisschen was gut auf Matty the Eagle und eben auch auf David Miller, der hier allerdings so viel verliert, dass es eng werden könnte. Also, Matty the Eagle macht 101,9, macht 1,4 Punkte gut. Das bedeutet, dass er jetzt 0,1 Punkt vor David Miller liegt. Aber momentan die Führung hat dann Florian Harrer übernommen, sogar relativ deutlich, der ja nochmal 7,6 Punkte gut gemacht hat auf Matty the Eagle. Also, momentan Florian Harrer in Führung. Wir rechnen das natürlich gleich wieder zehntelgenau aus. David Miller, der Gesichtsausdruck schon etwas strenger geworden jetzt natürlich, wo er quasi aus dem Finale bis momentan rausgefallen ist, wenn es auch nur 0,1 Punkt ist. Aber jetzt muss er auf jeden Fall mal wieder kontern. Schanzenrekord in Gefahr. Boah, der war super. 110,5 und neue Bestwertung, 120,4. Schanzenrekord eingestellt mit 110 und einem halben Meter. David, ich will ein Kind von dir. So, Sprunganalyse anzeigen. Gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten, wie man hier sieht. Absprungkraft war nicht richtig gut, aber er übernimmt auf jeden Fall die Führung. Janne Ahon lässt dahinter sich, auch Sven Hannawald. Keine Chance, 220,9 Punkte. Das gilt es jetzt erstmal für Matty the Eagle zu schlagen. Also, vorbeigegangen mit 0,1 Punkt bedeutet, er braucht 221 Punkte. Nee, Quatsch, das war ja nach dem Durchgang. Er hatte 1,3 Punkte Rückstand. Also, er braucht schon so 222 Punkte, um hier den Platz auf den Platz 2 zu halten. Und das schafft er auch. Das ist neuer Schanzenrekord. 112,5 Meter für Matty the Eagle. 123 Punkte. Sehr hohe Qualität. Alter Schwede, also wie viele Helikopter sind denn hier unterwegs? Ist doch nicht normal. Die crashen doch gleich ineinander. Da sieht man, was mit mehr Absprungkraft noch drin gewesen wäre vorher. So, das sind 4 Punkte, die Matty the Eagle gut macht auf David Miller. Damit jetzt 2,7 Punkte vorne. Severin Freitag kommt noch. Der jetzt allerdings, ich glaube kaum, dass man da noch besser springen kann. Also er muss jetzt einen guten Sprung machen, um überhaupt noch dabei zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er was gut machen kann. Und der war kürzer. Der war kürzer, auch so um die 110 Meter, 111 Meter. Dreimal die 20, das rettet es ihm ganze, das Ganze. 121,8 Punkte. Also wie gesagt, extrem hohes Niveau. Matty the Eagle 0,3 Punkte vor Severin Freitag.
Jetzt kommt noch Florian Harrer. Andi Witthölzl hat sich dort an unseren Springern vorbeigesetzt, genauso wie Andi Goldberger. Florian Harrer, jetzt zählt's. Also in Führung gegangen nach dem ersten Durchgang. Er hatte einen richtig guten Sprung, ich glaube 6-7 Punkte Vorsprung auf die Mitstreiter. Also wenn er da jetzt einen ähnlichen Sprung runtersetzt, dann kann er sogar auf Platz 2 springen. Also hier jetzt im Springen an sich, auch mit den Computergegnern eingerechnet. So, Konzentration. Wir wollen das Niveau natürlich halten. Ah, scheiße. Ja, so viel zum Niveau halten. Das war in dem Moment, wo ich es gesagt hatte, war es mir schon klar. Also Florian Harrer, 112,2 Punkte. Haltungsnoten noch gut. Im Endeffekt kommt er dann auch noch auf Platz 5 rein, aber hat seinen Vorsprung aus dem ersten Durchgang damit natürlich komplett verspielt. Das wird ein richtig, richtig mega enges Höschen. Also prall gefüllt, das Ding. So, wir rechnen natürlich wieder hoch. Ihr hört das Blätterrascheln im Hintergrund. Liegt daran, dass ich auf einem Baum lebe. So, wir fangen mit Florian Harrer an. Beziehungsweise wir fangen mit dem Führenden an. Das war David Miller mit 481,1 Punkten. Damit kommt er jetzt 220,19 immer noch dazu. Er kommt genau auf 702. 702 Punkte. Was nicht wirklich viel ist nach drei Springen, muss man dazu sagen. Aber natürlich die Chancen hier jetzt auch andere als vorher. So, auf Platz 2 war Matty the Eagle mit 479,8. Matty the Eagle bekommt 224,9 dazu. Das sind 704,7. Also da sind schon mal 2,7 Punkte Abstand von Matty the Eagle zu David Miller, der sich dort vorbeigesetzt hat. Das hatten wir schon ungefähr hochgerechnet. Ich glaube, nach dem ersten Durchgang war es auch nicht ganz groß anders. Jo, stimmt, da waren es genau diese 0,1 Punkte. Jetzt sind es, wie gesagt, dann 2,7 Punkte Abstand. So, auf Platz 3 war der gute Florian Harrer. 479,3 Punkte hatte er. Hat er hier mit reingenommen. Im zweiten Durchgang hier einiges verloren. 221,7 macht genau 701 Punkt. Damit ein Punkt Rückstand auf den dritten, was gar nichts ist. Und Severin Freitag mit 474,4 auf dem letzten Platz gewesen vor dem Springen. Hier 274. Ach scheiße, jetzt habe ich mich vertippt. So, 474,4. Jetzt 224,6. Dann. Oh, das gibt's doch nicht. 74,4 plus 224,6 sind 699 Punkte. Aber alles irgendwie geht genau auf 0 auf. Der Taschenrechner verarscht mich doch. So, das hätten wir geklärt. War, wie gesagt, wahrscheinlich wieder mega spannend, mir beim Rechnen zuzuhören. Das kann ich verstehen. Es sollte mehr Let's Plays geben, wo jemand rechnet. Das finde ich auch super spannend. Würde mich auch vom Sockel reißen. Also, momentan die Gesamtwertung. Wir können das natürlich gleich im Qualifikationsdurchgang im Bischofshofen durchsprechen. So, dann habe ich das mal wieder super hinbekommen. Mein Sch und das Ch. Da soll die sowieso nochmal zum Logopäden gehen, glaube ich. So, ja, da freuen sich die Leute direkt. I love Takao. Ich mag ja Kakao mehr, aber Takao ist bestimmt auch ein ganz netter Kerl. Der Wind ist wieder prima. Da können wir richtig schön springen. So, wir konzentrieren uns aber nochmal auf die Gesamtwertung, da die vier Springer innerhalb von 5,7 Punkten sind. Da ist der Christian Trimmel bestimmt auch ganz fröhlich. Sören Balthasar, wie gesagt, mit seinem Waldorf-Schulnamen. Also, Florian Harrer auf Platz 3 mit einem Punkt auf Platz 2 Rückstand auf David Miller. Da ist noch alles drin. Und Bischofshofen, Schanzenrekord würde ich sagen, greifen wir mal wieder an. Ich liebe das, wenn man so hoch in der Luft steht. Oh, na, da bin ich jetzt sehr auf Weite gegangen. Aber müsste gereicht haben. Ne, 116,5 hat nicht ganz gereicht. 110,2 Punkte für Florian Harrer nehmen wir mal so mit. So, Severin Freitag ein bisschen in lauer Position. Ihm fehlen genau 3 Punkte auf den zweiten David Miller. 3 Punkte ist gar nichts. Also super spannend, super hohe Qualität hier im ersten Halbfinale. Boah, da bin ich viel zu früh gelandet, aber da war der Schanzenrekord schon sicher. 122 Meter,
Damit Severin Freitag mit dem ersten Schanzenrekord hier in Bischofshofen. Mal schauen, was das zweite Halbfinale da noch hergibt. Aber die Windbedingungen hier in dem Halbfinale waren bislang echt optimal. So, weiter geht's. Ich meine mit David Miller. Also Miller momentan Zweiter mit einem Punkt Vorsprung. Ja, ein paar mehr Korrekturen in der Luft und schon geht es da nicht Richtung 120 Meter, sondern ein bisschen weniger waren es. 118,5, 116,3 und es war auch Matthias Igel, der eigentlich gesprungen ist. Der momentan in Führung liegt mit 2,7 Punkten Vorsprung vor David Miller. Also die Abstände alle unglaublich gering. So, wir springen natürlich mit David Miller auch noch, den wir ja eben quasi schon virtuell hatten. So, es war nur Qualifikationsdurchgang, aber ich mag diese Schanze extrem. Ja, der ging auch so auf die 120 Meter, glaube ich. 120,5, 118,4. Damit können wir ganz gut leben. Sven Hannawald kommt noch, der jetzt wahrscheinlich verdrängen wird. Nein, wird er nicht. Wieso denn? Der Jens Hinterwald. Naja, soll uns egal sein. So, Qualifikationsdurchgang haben wir. Jetzt geht's vielleicht ins spannendste Finale ever. Wille Lindholm gegen Florian Harrer. Also Harrer auf dem dritten Platz, nochmal zur Erinnerung. Ein Punkt Rückstand. Mal schauen, was hier im ersten Durchgang drin ist. Leichter Aufwind. Alter Schwede. Aus Luke 318 Meter. 114,9 Punkte. Dreimal die 19,5. Ich dachte jetzt, wir können vielleicht so 110 Punkte springen. Alter, ach, Balance im Flug 98%. Also das war nah an der Perfektion. Extrem guter Sprung. Also Ansage an die Konkurrenz von Florian Harrer. Mit ihm ist zu rechnen, wie gesagt, momentan genau der Mann, auf den es ankommt, auf Platz 3. Jetzt kommt Matty the Eagle, der Mann, der in Führung liegt. Er braucht mindestens ja 111,3 Punkte, um vor Florian Harrer zu bleiben. Das ist schon mal eine richtige Ansage gewesen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das für Florian Harrer sogar reicht, um hier nach dem ersten Durchgang Richtung Finale zu springen. Jetzt kommt aber erstmal sein Landsmann. Der auch gut springt, aber nicht so weit. Da verliert er doch einige Meter. 115 Meter. Haltungsnoten sind gut. 110,5 Punkte. Genau das wäre so das Niveau gewesen, wo ich gedacht habe, jo, das könnte hinhauen. Aber damit ist Florian Harrer vorbei. Es sind 4,4 Punkte. Ja, damit ist er vorbei. Wenn es auch nur knapp über dem Punkt ist. Also Florian Harrer übernimmt momentan die Führung. Nach dem ersten Durchgang in der Gesamtwertung. David Miller kommt. Ein Punkt vor Harrer gewesen. Muss jetzt also ordentlich liefern. Aber theoretisch würde es auch reichen, einfach nur vor Matty the Eagle zu landen. Dort hatte er 2,7 Punkte Rückstand. Also 113,3 Punkte, dann wäre er momentan im Finale. 113,3. Der Wind dreht gerade ein bisschen zum Aufwind hin. Das wird ein richtig spannendes Finale. Und Severin Freitag haben wir auch noch. Boah, sehr spät gelandet. 115,5, 109,4. Eieieiei. Trotzdem eigentlich ein gutes Niveau. Die Haltungsnoten gut. Ich glaube, der Sprung war auch nicht ganz schlecht. 97,3%. Die Balance beim Anlauf und die Absprungkraft war nicht gut genug. Also nicht genug Geschwindigkeit mitgenommen und die Kraft nicht so richtig an den Schanzentisch. Der Flug an sich war sehr gut. Verliert allerdings dann nochmal 1,1 Punkt. Auf Matthias Igel. Ja, damit ist Matthias dann quasi erstmal auf dem zweiten Platz. Wenn jetzt allerdings Freitag ungefähr die Leistung von Florian Harrer bringt,
dann ist auch er nochmal mit dabei. Aber er braucht jetzt schon so Minimum 112, 113, um dort noch mitzusprechen. Bin ich mal gespannt. Können wir nochmal so einen Sprung machen wie mit Florian Harrer? Also ist gerade, glaube ich, echt der spannendste Durchgang. Vom Schanzentisch eigentlich richtig gut. Dann aber die Balance nicht so richtig gefunden. 114,5 Haltungsnoten okay, aber er verliert. Er verliert dann leider. Die Balance im Flug war nicht so stark wie bei den anderen. 96% ist immer noch ziemlich gut. Aber natürlich auch den Bedingungen geschuldet. So, Andy Witthölzl kann uns dann jetzt noch schlagen. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Florian Harrer und Matthias Igel sich momentan auf Finalkurs bewegen. Miller verliert da auf Matty the Eagle ein bisschen was. Und natürlich vor allem auf Florian Harrer, der damit momentan, also 4,4 Punkte, der damit momentan die Führung hat. Also die Amerikaner führen. Wir können es eigentlich quasi so durchgehen, wie jetzt auch im letzten Durchgang gesprungen wird. Severin Freitag der Vierte, David Miller momentan Dritter in der Gesamtwertung. Also da schauen wir mal. Severin Freitag muss jetzt einen Wundersprung machen. Also ein deutlicher Schanzenrekord muss her, damit er noch Chancen hat. Und wie gesagt, die Windbedingungen sind jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die spielen eine große Rolle. Da bin ich echt mal gespannt. 122 Meter, gute Haltungsnoten, neue Bestwertung für Severin Freitag. Also, es ist eine kleine Ansage, aber nur eine ganz kleine und sehr leise Ansage. Die hat kaum einer gehört. Jetzt kommt es darauf an, ob wir das Niveau halten können. Da ist auf jeden Fall Florian Liegel an uns vorbeigegangen. David Miller kommt, der jetzt angreifen muss. Er muss angreifen. Und zwar den bislang führenden Matty the Eagle. Also 231,2 Punkte. Wir rechnen jetzt gerade mal ganz kurz auf Severin Freitag. Severin Freitag 699 hatte er, David Miller 702. Also braucht er jetzt 234,3 Punkte, um zumindest erstmal an Severin Freitag vorbeizuziehen. Und wie gesagt, der Sprung eben war ziemlich gut. Er hatte 3 Punkte Vorsprung. Aber eigentlich müsste es mehr sein, damit er noch Chancen haben will aufs Finale. So, David Miller. Die Attacke Richtung Finale. Da war der Absprung schon schlecht. 117 Meter, 113,6 Punkte. Nein. Nein, nein, nein. Damit David Miller raus. Kann man, denke ich mal, sagen, Absprungkraft war zu schlecht. Deutlich, deutlich, deutlich gescheitert an dem, was er hätte erreichen müssen. Severin Freitag damit jetzt momentan quasi erstmal virtuell auf dem dritten Platz. Wir rechnen weiter hoch. Was muss Matthias Igel erreichen? David Miller können wir jetzt schon rausrechnen. Matthias Igel hatte 704,7 Punkte, hatte 5,7 Punkte Vorsprung vor dem Springen, vor Severin Freitag. Also da reichen rund 226 Punkte. Das müsste doch eigentlich drin sein. Er bringt auch nochmal mehr Punkte aus dem ersten Durchgang mit. Dann kann es tatsächlich sein, dass wir zwei Amerikaner im Finale haben. So, aber jetzt erst nochmal den Sprung sauber runterbringen. Gibt's doch nicht. Verfickt nochmal. 116,5. 109,7. Nee, das war's. Das gibt's doch nicht. Warum muss die Entscheidung denn so fallen? Severin Freitag damit wahrscheinlich im Finale. Ich sehe da niemanden. Er hat auf jeden Fall mehr Punkte verloren auf Severin Freitag. Und wie viele Punkte er verloren hat. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Also Severin Freitag müsste im Finale sein, weil der Sprung war komplett verkackt mit dem Matty the Eagle. Okay, jetzt Florian Harrer, der in Führung lag. Boah, ist das jetzt ärgerlich gerade. Den Absprung verpasst. Ich habe nicht einmal den Absprung verpasst in dieser Folge. Höchstens mal, also in diesem Halbfinale, höchstens mal in einem Qualifikationsdurchgang. Okay, jetzt konzentrieren wir uns erst nochmal
auf Florian Harrer, der dann zumindest einen Amerikaner hier ins Finale bringen kann. Das sieht gut aus. Ich lande mal etwas auf Nummer sicher. Ob wir jetzt hier Zweiter, Dritter oder sonst was werden, ist egal. 121 Meter, Haltungsnoten nicht ganz so gut, 117,3 Punkte. Bedeutet, Florian Harrer setzt sich durch. Matty the Eagle verliert im zweiten Durchgang, alter Schwede, 109,7, wie bitter. Verliert im letzten Durchgang dann so viel, dass er noch rausfliegt im Endeffekt. Hat 2,8 Punkte sogar noch auf David Miller verliert, der damit sich sogar noch um 0,1 Punkt vor ihn setzt. Also Matty the Eagle damit raus. Wieder mal, dass der Führende rausfliegt im letzten Springen, das ist echt bitter. Florian Harrer weiter, Severin Freitag auf Platz 2. Mit dem letzten Sprung dann 123,1, der war einfach optimal getroffen. Da hat er sich's auch verdient. Wäre sowieso schwierig geworden für die Konkurrenz. Selbst wenn Matthias Igel jetzt 117 Punkte gemacht hätte, wäre es schwierig geworden. Also er hat fast 6 Punkte gut gemacht auf die Konkurrenz mit dem letzten Sprung. Respekt. Also Severin Freitag dann im Endeffekt verdient noch ins Finale gekommen. Allerdings natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Im ersten Durchgang hatte er 2,4 Punkte verloren auf Matty the Eagle. Also hätten es dann schon rund, ja, so 6-7 Punkte sein müssen im zweiten Durchgang, die er dann ja auch rausgeholt hat. Trotzdem hätte lieber einen richtig guten Sprung mit Matthias Igel gemacht und dann wäre es im Promillebereich gewesen. So leider relativ deutlich dann der Unterschied. Auch aufgrund des letzten Springs. Florian Harrer gewinnt vor Severin Freitag. David Miller auf dem dritten Platz, auch leider ausgeschieden, und Matty the Eagle dann leider auch raus. Aber Dankeschön, Matty the Eagle, eines der schönsten Wortspiele überhaupt, was wir hier auf dem Kanal hatten. Dankeschön fürs Mitmachen. Damit die ersten Finalisten aus den USA und aus Deutschland, Florian Harrer und Severin Freitag. Das zweite Halbfinale nehme ich jetzt auch gleich auf. Da kommen dann natürlich noch andere Springer, wie zum Beispiel Louis Pockel ist dabei. Da haben wir Luca Klost am Start, wir haben Benny Fjord mit dabei. Und wir haben natürlich den Super-Comebacker Henry Ulig am Start. Also das wird das zweite Halbfinale sein. Florian Harrer und Severin Freitag sehen wir bei der Skiflug-Weltmeisterschaft wieder. Dann gibt es 6 Springen, 3 Folgen und ich hoffe einige Flüge über 200 Meter. Ich bedanke mich fürs Schauen und wie gesagt, sorry an Matty the Eagle und an David Miller. Es hat leider nicht sollen sein. Und wie gesagt, der letzte Sprung, dass wir ausgerechnet da den Absprung verpassen, das ärgert mich am meisten. Tut mir wirklich, wie gesagt, wirklich leid. Und meine Sprache verlässt mich auch langsam. Also, ich sage trotzdem nochmal Dankeschön fürs Schauen und bis zum zweiten Halbfinale.